Hallo zusammen. Der letzte Aufnahmeversuch ist leider fehlgeschlagen, weil die Kamera primär die Straße gefilmt hat und nicht die Umgebung. Man konnte ungefähr 3 Meter weit sehen, das ist ja irgendwie nicht der Sinn des Ganzen. Dementsprechend jetzt nochmal verändert. Heute ist das Wetter auch wesentlich besser. Ja, ich dachte mir, ich erzähle mal ein bisschen was, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass ich doch ein bisschen eingerostet bin. Über den Winter, wohlgemerkt. So alt bin ich dann doch noch nicht. Erzähl mal ein bisschen was über vor allem eine Sache, die ich einfach gemerkt habe, dass selbst erfahrene Fahrer das mitunter noch sehr ignorieren. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ist Target Fixation. Das heißt, ich glaube Zielpunkt, Blickrichtung, irgendwie sowas wäre das deutsche Äquivalent. Das ist für neue Fahrer genauso wichtig wie für erfahrene Fahrer. Im Endeffekt geht es darum, guck dahin, wo du hinfahren willst, weil du fährst dahin, wo du hinguckst. Klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch, ist aber ein ganz einfaches Prinzip. Wenn ich dahin gucke, fahre ich dahin. Wenn ich vor mich gucke, fahre ich vor mich. Wenn ich in der Kurve fahre und praktisch nur 3 Meter vor mich gucke in der Kurve, habe ich erstens, sollte da zum Beispiel noch in der Straße sein oder ein Eichhörnchen rumhüpfen oder was weiß ich was, eine viel kürzere Reaktionszeit. Es kommen ein paar Kurven, ich hoffe, das da zeigen zu können. Ist einfach sicherer. Ich hatte auch schon ein paar Gelegenheiten, wo ich einfach irgendwo in der Gegend rumgeguckt habe, bisschen rumgeträumt habe, nachgedacht habe. Und dann guckst du in eine Kurve und siehst dann plötzlich nur, dass die Kurve doch steiler ist, als du denkst, oder enger. Und dann guckst du halt auf den Rand, auf den du zufährst. Und das Gehirn, auch wenn du denkst, scheiße, da willst du jetzt nicht reinkrachen, das Gehirn denkt nur dahin, 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 weil du da hinguckst. Und dann fährst du halt gegen die Mauer oder auf die Wiese von der Straße runter oder wie auch immer. Was nicht gewollt ist und was auch nicht besonders gesund ist. Und dementsprechend sollte man wirklich immer so in die Kurve reingucken, weil man hat ein Gefühl dafür, wie man fährt. Man muss nicht wirklich so vor sich gucken, um zu sehen, wie die Kurve verläuft. Gerade wenn man sich dann ein bisschen schräger legt in der Kurve, immer dahin gucken, wo du hin willst. Das ist so extrem wichtig. Ansonsten macht ein Schräglagentraining, macht einen Rennstreckenkurs, macht ein Motorradfahrsicherheitstraining. Da kriegt ihr das alles auch nochmal erzählt. Guckt einfach in die Kurve, wo ihr hin wollt und nicht nur geradeaus. So, nehmen wir mal kurz die Überholspur. Und zuckeln hier den Berg hoch. Ist eigentlich komisch, dass hier so viel Verkehr ist. Wir sind auch irgendwo am Arsch der Elle, da ist Wald und Wiese. Und hier ist so voll. Naja. So, fahren wir ein bisschen durchs Grün. Ist echt schön. Ui. Das war ein Vogel im Tiefflug. Ich hasse es, hinter so Kästen herzufahren. Du siehst echt gar nichts. Keine Ahnung, ob da vorne Grund zum Bremsen kommt, eine Überholmöglichkeit oder was auch immer. Ein Baumhaus. Sogar zweistöckig, nice. Gucken wir in die Kurve. Naja, sieht viel sehen wir nicht aus entgegenkommenden Autos. Alter, das ist doch einfach nicht mein Dach heute. Seht ihr das? Da fährt ein Betonmischer den Berg hoch. Und jetzt kommen nur Rechtskurven, wo ich nichts sehe, ey. Ich könnte ausflippen. Oh. Die pflücken Bäume, deswegen. Schön alter Käfer. Nett. So, hier ist es jetzt schwierig mit dem Licht, muss ich gestehen. Das blendet nämlich ein bisschen. Aber ich gebe mir Mühe. Jetzt gucke ich mal nicht nach vorne, halte den Kopf ganz steif. Und ja, die GoPro hat ein Wide-Objektiv oder ist auf Wide gestellt. Da seht ihr mehr. Aber mein Blickwinkel ist sozusagen nur so. Und da sehe ich jetzt nicht, dass danach schon wieder eine Kurve kommt.
Das weiß ich einfach, weil ich hier öfter lang fahre. Und wenn ich eindrehe, dann sieht das so aus. Auch nett, im Capri ein bisschen in der Sonne schlafen. Allerdings da, wo die ganzen Biker langfahren, ist das, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. Der dürfte alle 10 Minuten von einem lauten Miam aufgeweckt werden. So, und da wollen wir hin. Die höchste Ecke in Spukreichweite. Wow. Ist doch ganz schönes Wetter. Oh, na also, ein paar Biker sind da. So, dann geht's mal weiter. Wie ihr seht, ist hier einiges am Start. Das gute Wetter treibt die Biker auf dem Feldberg. Alte Mühlen, Chrom, schnelle Kisten, viele Umbauten, viele liebevoll immer noch gefahrenen. Und man merkt, dass es unter der Woche ist, vornehmlich ältere Herren, aber nicht nur. Dementsprechend machen wir uns mal wieder auf den Weg. Und fahren den Feldberg runter. Die Kurve gucken. Immer dahin gucken, wo man hinfahren will. Bei so einer Kurve ist natürlich fies, weil da ist dann der Berg im Weg. Oha, der hat noch einen langen Weg vor sich. Wenn ich jetzt so geradeaus fahre und die Kurve irgendwie ignoriere und dann da sehe, oh, da ist ein Baum, da ist ein Baum, da ist ein Baum, dann kriegt das Gehirn nur mit Baum, 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 Baum und fährt halt auf den Baum, weil es denkt ja nur an den Baum. Dementsprechend fixiert immer das, wo ihr hin wollt. Guckt immer dahin, wo ihr hinfahren wollt. Und da es ja auch Leute gibt, die, ich glaube, ich sag mal heute, also halt, wenn das Video rauskommt, ihren Motorradlappen machen, auch die sollten das bedenken. Anyway, Flo, viel Erfolg. Ich drück dir die Daumen. Macht Papa stolz und ich hoffe, wir können demnächst mal zusammenfahren. Guck auf jeden Fall auch du immer dahin, wo du hinfahren willst. Ne? In diesem Sinne werde ich jetzt noch ein bisschen die Kurven abgrasen und melde mich schon mal ab. Tschüss, tschüss.